Ja, weil viele fragen sich immer, mich auch immer, wieso 400er Schleifpapier, 220er, 240er, 400, 320. Woran liegt das? Die Körnung muss ja so fein sein, dass man keine Schleifriefe vom Schleifpapier sieht. Und man kann sich das vorstellen wie ein Fakir-Bett. Ein Nagel, wenn du dich drauflegst, der sticht rein. Das wäre zum Beispiel das 80er, das geht richtig tief rein, wenn du nur 80 Körner auf dem Blatt Papier hast. 600 sind 600 Nägel. Ja, so eine Art.